Gut, ich denke, wir werden das nachher noch ausführlicher diskutieren. Das ist nur vielleicht eine ganz schöne Überleitung mit den Leberwurstbroten und der Frage, wer eigentlich heute tatsächlich die Brötchen belegt. Er ist wahrscheinlich für Käsebrot, ich sehe das schon. Möchte ich doch überleiten zu Jan Schnorrenberg, der sich ja so ein bisschen auskennt mit tatsächlich anderen Familienmodellen, den Queer Families. Wer belegt da die Brote? Oder ist es da tatsächlich gleichberechtigter? Ist es einfacher? Ist es leichter? Sozusagen? Wie sieht da der Alltag aus? Ja, also das ist eigentlich eine relativ schwierige Frage, weil es gibt zwar einige Studien, die versuchen, diese ganzen Familienformen auch ein bisschen empirisch nachzuvollziehen, aber diese Studien haben eine relativ geringe Vergleichsmenge leider. Das, was von den Studien bis jetzt rausbekommen wurde, ist, dass bezüglich der Arbeitsteilung in der Familie, bezüglich der partnerschaftlichen Arbeitsteilung im Haushalt, gleichgeschlechtliche Partnerschaften anscheinend einen gleichberechtigteren Haushalt produziert haben. Die Gründe dafür und wie stark das eigentlich reproduzierbar ist und wie allgemeingültig das ist, sind allerdings relativ umstritten. Liegt halt auch daran, dass wir halt relativ wenige Studien dabei haben. Aber dann gibt es auch solche Debatten, die ich als schwuler Mann auch immer sehr kurios finde, wenn es dann plötzlich heißt, dass sich heterosexuelle Familien oder Paare doch mal mehr an homosexuellen Paaren orientieren sollten, dass da ein Vorbildcharakter entstehen sollte. Was ich immer, ja, was, ich finde das immer sehr, sehr kurios, weil es irgendwie davon ausgeht, dass das komplett andere Beziehungsformen sind. Dabei sind nur die Ausgangsvoraussetzungen, aus denen die beiden PartnerInnen herausgekommen sind, geringfügig anders. Zumindest hätte ich es gerne so, dass sie geringfügig anders sind gesellschaftlich. Was ansonsten gerade so Formen von sozialer Elternschaft angeht, ist es ja relativ vielfältig, was es da alles gibt. Wir haben durch die Sukzessivadoption ja Fälle, wo Menschen, die davor Kinder in einer Ehe oder in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bekommen haben, diese Kinder mitbringen. Da ist die rechtliche Situation ja ein bisschen gebessert worden im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren. Gleichzeitig gibt es ja auch noch andere Formen wie die Co-Elternschaft, wo zwei Paare sich zusammenfinden und gemeinsam Kinder in die Welt setzen, also meistens ein lesbisches Paar und ein schwules Paar und dann versuchen, die Geschichte mit der Erziehung und auf welche Schulen gehen die Kinder und auch Teil des Zusammenlebens gemeinsam per Vertrag oder informell zu regeln. Ähnliche Verfahren gibt es ja auch, was Situationen angeht, wenn es ein Paar gibt und eine Einzelperson quasi noch dazukommt, um quasi dort auch was zu machen. Da gibt es, also ich kenne eine entfernte Geschichte von einem lesbischen Paar, wo also der beste Freund von einer der beiden Beteiligten quasi dann, ich versuche gerade die Begriffe gut zu finden. Also auf jeden Fall hat er sein Sperma quasi gesponsert für diese Beziehung. Ja, aber sie haben sich dann davor und danach sehr stark Gedanken darüber gemacht, wie er eingebunden wird, weil sie zum Beispiel den Wunsch hatten, dass es halt kein anonymer Vater ist. Weil der Gang zu einer Samenbank, den gibt es ja auch noch, das ist auch ein bisschen komplizierter leider. Aber das sind alles solche Konstrukte, die sich außerhalb von also von der gesamten zivilrechtlichen, sozialrechtlichen, sorgerechtlichen etc. Geschichte bewegen, die wir eigentlich geregelt haben, weil die ganzen geltenden Gesetze nicht darauf ausgelegt sind, das in irgendeiner Art und Weise zu begleiten. Das ist auch der Grund, wieso es eigentlich relativ selten passiert, weil natürlich kaum eine Person Kinder in die Welt setzen will und irgendwie weiß, dass eigentlich die Situation, in denen diese Kinder aufwachsen und auf den Grundfesten diese Partnerschaft steht, theoretisch auch mal annulliert werden kann, theoretisch sich da plötzlich ganz große Sachen auftun, die man am Anfang nicht bedacht hat, wenn das Kind 6, 7 Jahre alt ist, in die Schule geht, irgendwelche Sachen auftauchen. Aus diesem Grunde ist es immer sehr, sehr tricky, sich da diese Frage zu stellen. Aber diese Sachen gibt es überall. Diese Sachen existieren. Diese Sachen werden halt statistisch nicht erfasst. Die Bundesregierung hat es versäumt, als sie letztens das entsprechende Gesetz geändert haben im wie hieß es nochmal? Nee, auf jeden Fall gab es letztens noch eine Gelegenheit, quasi die ganze Erfassung zu ändern, auch im Zensusgesetz und sowas. Und da wurde von Seiten der Bundesregierung kein Versuch unternommen, überhaupt Regenbogenfamilien gesondert zu erfassen. Das heißt, die Bundesregierung gibt auch nicht die Möglichkeiten, dass wir da statistisch überhaupt irgendwie mitarbeiten können. Die ganzen empirischen Daten, die wir haben, sind meistens nur von kleinen Gruppen. Und die Möglichkeiten, das auf einer größeren Ebene zu machen, werden halt mehr oder weniger bewusst oder mehr oder weniger unterbewusst von Seiten der Bundesregierung da ein bisschen behindert oder stark behindert, was relativ problematisch ist. Ich würde gerne noch mal kurz illustrieren, was wir jetzt eigentlich gerade für eine rechtliche Situation haben, was Lebenspartnerschaften angeht und die Ehe. Wir haben da jetzt einige interessante Sachen, die sich da entwickelt haben seit 2001, seit es intakt ist. In den großen wesentlichen Punkten gibt es eine Gleichstellung, das ist relativ
ja, das ist schon ganz gut. Also da muss ich mich ja auch nicht beschweren. Wir haben sogar rückwirkende steuerliche Gleichstellung, wo Landesregierungen, gerade in Baden-Württemberg hatten wir letztens ja auch noch mal den Fall, sich ja auch gegen gesträubt hatten. Und das Bundesverfassungsgericht hatte jetzt eigentlich viel zu oft klar machen müssen, dass sie den Unterschied zwischen einer Ehe und einer Lebenspartnerschaft quasi nur noch im Namen sehen und im Endeffekt halt die gesamten Änderungen, die sie ja auch bewirkt haben, die gesamten Richtungsentscheidungen, die dort getan wurden, das ist ja eigentlich auch Common Knowledge, dass das alles dahin geht, dass wir es hier eigentlich mit einer Gleichstellung zu tun haben müssen. Und je nachdem, wie dann die Lesart ist, ist es eine Öffnung der Ehe oder halt eine vollständige Gleichstellung der Lebenspartnerschaften, weil es natürlich auch heterosexuelle Paare gibt, die sagen, wir möchten eigentlich keine Ehe im klassischen Sinne eingehen, wir würden gerne eine Lebenspartnerschaft eingehen. Und da gibt es dann halt einige sehr, sehr absurde Situationen, die daher kommen, dass wir immer noch keine Gleichstellung komplett haben. Das sind jetzt vor allem Detailsachen, aber ich weiß ja nicht, wie viele hier im Raum wussten, dass wir eigentlich de facto schon die Homo-Ehe haben. Und zwar in dem Falle, wenn nach der Eheschließung einer der beiden PartnerInnen eine Änderung im Personenstandsregister bezüglich des eigenen Geschlechtes durchführt. Dann haben wir nämlich offiziell eine Ehe, wo zwei Frauen oder zwei Männer sind. Diese Ehe existiert auch nach deutschem Recht. Eine Person hat aber dann mal angefragt am Standesamt, ob es ein neues Formular gibt. Das war Pamela Herling. Und dann ist halt rausgekommen, dass es dieses Formular nicht gibt. Warum? Weil es selbstverständlich nicht nach dem geltenden Recht vorgesehen ist. Dann hat sie der Bundesgeschäftsstelle der CDU geschrieben und die CDU hat in ihrer grenzenlosen Weisheit und Güte diesem glücklich verheirateten Paar zwei Sachen empfohlen. Entweder das alles so akzeptieren, wie es ist, oder sich scheiden zu lassen und eine Lebenspartnerschaft einzugehen. Ja, aber nur bei Transsexuellen. Und zwar mit der Begründung, dass das Lesben und Schwule diskriminieren würde, weil die können ja nicht heiraten. Ich habe mich auch sehr unterstützt durch diese Antwort gefühlt, als ich das gelesen habe. Ich dachte so, ja, Vorkämpfer gegen Diskriminierung im Konrad-Adenauer-Haus, großartig. Aber das ist halt auch nur eine Reihe von verschiedenen Punkten, die problematisch derzeit sind. Wir haben immer noch die Debatte um das Adoptionsrecht, das wurde ja eben auch schon angesprochen, gerade was fremde, also in Anführungsstrichen fremde Kinder angeht. Ist ja auch ganz absurd, weil es ja auch Möglichkeiten gibt, dass ich als Alleinstehender meine Kinder adoptieren kann, soweit ich weiß. Also wenn ich aber einen Partner habe, ist es dann plötzlich ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wir haben aber auch ganz andere Sachen. Beispielsweise haben ja nur Frauen, die in einer Hetero-Ehe leben, einen Rechtsanspruch auf einen Zugang zu einer Samenbank. Lesbische Paare haben das quasi nicht. Samenbanken können das relativ frei entscheiden, ob sie quasi lesbische Frauen auch quasi einen Zugang gewähren. Und deshalb gibt es auch Situationen, wo dann die Frauen dann sagen, wir gehen jetzt halt zum Beispiel nach Dänemark oder in andere EU-Länder, die andere Regelungen haben. Aber Sinn und Zweck von dieser Regelung ist es ja eigentlich nicht, diese Leute davon abzuhalten. Gleichzeitig gibt es ja auch bei der Anerkennung von Elternschaft, wenn das Kind eben nicht... Entschuldigung, nur eine Verständnisnachfrage, ja? Aber wird dann vorher abgefragt, ob ich jetzt heterosexuell oder lesbisch bin, wenn ich eine Samenbank kontaktiere? Das oder? Ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, also das ist halt ein Flickenteppich, den die Samenbanken alle selber machen. Okay. Also so wie ich es verstanden habe, also fragen ein paar Leute vorher ab. Die fragen wahrscheinlich, in den meisten Fällen wird auch der Familienstand abgefragt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Frauen dann halt auch, also wenn dann später rauskommt, dass sie über den Familienstand gelogen haben, dass es dann halt auch da Komplikationen geben kann. Mhm. Genau, und andererseits Anerkennung der Elternschaft ist halt noch ein Problem. Und was ich auch sehr amüsant finde, ist, dass im Sprengstoffgesetz auch Unterschiede im Lebenspartnerschaftsgesetz und in der Ehe vorhanden sind, wo man sich auf jeden Fall mal dringend drum kümmern muss. Da geht es irgendwie darum, dass die Rechte für Sprengstoffnutzung oder den Umgang mit solchen Stoffen in der Ehe anders geregelt sind als im Lebenspartnerschaftsgesetz. Die Bundesregierung hat es... ich bin selber kein Jurist, deshalb kann ich es nicht im Detail beantworten, aber die Bundesregierung hat es auch nicht geschafft zu erklären, warum jetzt Menschen in einer Lebenspartnerschaft da andere Eigenschaften mitbringen, die diese Behandlung bearbeiten. Aber dann gibt es noch ein paar weitere Punkte. Kostenübernahme, künstliche Befruchtung zum Beispiel, ist halt ein ganz absurdes Thema. Also da gibt es einen riesigen Flickenteppich, weil jede Krankenkasse das komplett anders macht. Das ist ein wahnsinnig teures Verfahren. Und hier gibt es quasi für lesbische Paare und für Lebenspartnerschaften gibt es nicht eine Möglichkeit, eine Kostenübernahme grundsätzlich zu beantragen. Es gibt einen riesigen Angebotsteppich für heterosexuelle Paare, aber auch nur Ehen.
Und hier sieht man ja auch quasi, dass egal, ob wir jetzt bei einer Lebenspartnerschaft davon, also den Fokus drauf, wir haben ja oft den Fokus drauf, dass eine Lebenspartnerschaft vor allem eine Sache ist, die halt zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren geschlossen wird, aber wir haben ja auch viele heterosexuelle Paare, die genauso von diesen ganzen Lücken betroffen sind. Also diese Ehegattensplitting-Geschichte war ja auch etwas, wo ganz, also es gab ja auch Paare, die haben gesagt, wir wollen das Ehegattensplitting nicht nutzen, deshalb schließen wir halt eine Lebenspartnerschaft ganz explizit. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, wie das begründet wird. Und ja, genau. Und das ganz Absurde ist ja in der Geschichte, wir haben ja quasi keinen empirischen Beleg dafür, dass diese Familien oder Lebenspartnerschaften in irgendeiner Art und Weise weniger glücklich sind oder weniger gut funktionieren. Wir haben keinen Beleg dafür empirisch, dass das Kindeswohl in irgendeiner Art und Weise gefährdet ist. Das heißt, die einzige Begründung, die wir da jetzt eigentlich haben, ist eine Art von ideologischer Verbohrtheit leider. Und gerade in Bezug zum Beispiel auf diese Lücken, die entstanden sind, also dass wir de facto eine Homo-Ehe haben, weil die Menschen, die sich das Gesetz ausgedacht haben, nicht über den Fall nachgedacht haben, dass Menschen nach einer Eheschließung ihr Geschlecht noch ändern, zeigt ja eigentlich, also das ist, selbst wenn ich sagen würde, ich würde das verhindern, dann hätte ich mir ja mal Gedanken gemacht, wie ich das dann gesetzlich festlegen kann, aber das ist nicht passiert und das passiert, weil das überhaupt nicht bedacht wird, weil diese Fälle nicht existieren, weil diese Fälle unsichtbar sind, weil man sich nicht darüber Gedanken macht, weil man davon ausgeht, dass das so marginal am Rande von irgendwie meiner imaginierten Gesellschaft stattfindet, dass es einfach keine Relevanz hat für mich. Und das ist ja eigentlich das wirklich Unangenehme an dieser Sache, das, was ich so unmenschlich finde. Das sind die vielen Punkte, bei denen ich das Gefühl habe, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Wir haben noch 150 Regeln in 54 Gesetzen. Das sind 150 Regeln ein bisschen zu viel. Und ich würde mir einfach wünschen, dass auch die Bundesregierung, dass halt auch die Politik sich ein bisschen mehr daran orientiert, die Frage, die auch ja im Ausgang gestellt wurde, welche Familie kommt nach der Familie, in dem Sinne zu beantworten, welche Familien kommen denn eigentlich nach der Familie? Und wie können wir quasi die Grundlagen dafür schaffen, dass diese Familien sich optimal entwickeln können, dass sie optimal Unterstützung bekommen? Die Grünen, Teile der Grünen und auch die Grüne Jugend fordern zum Beispiel einen Familienvertrag, ein modulares System, wo in verschiedenen Situationen verschiedene Menschen Verantwortungsgemeinschaften füreinander übernehmen können. Das ist ein System, was halt noch nicht bis in alle Ansätze politisch und juristisch ausformuliert ist, aber es ist zumindest ein Schritt zu versuchen, diese ganzen vielfältigen Angelegenheiten auf ein rechtliches Podest zu stellen, ohne eine Hierarchie aufzubauen. Und ich persönlich. Und das ist gerade das ist fast abgeschlossen? Oder das? Nein, das ist ein Prozess, der auch bei uns noch läuft. Also, das ist eine Interessensbekundung, die sehr, sehr viele teilen. Es war auch schon Wahlprogramm drin. Und langsam arbeiten die Grünen auch daran, zu schauen, wie kann man das in der Praxis umsetzen. Es ist halt eine elegante Methode, also sage ich jetzt als Parteimitglied natürlich, um halt gleichzeitig Regelungen einzuführen, ohne gleichzeitig den Drang oder den Zwang zu implementieren, dass es jetzt genauso laufen muss, dass eine Familie jetzt genauso aussehen soll. Aber dann kommen natürlich auch, was eben auch angesprochen wurde, dann wird es natürlich auch Fragen geben, die wir dann beantworten müssen. Polygamie, Polyamorie ist ein Punkt, der mit Sicherheit die Gemüter erhitzen wird. Und da bis dahin müssen natürlich die Antworten getroffen werden, aber ich sehe auch keinen großen Weg daran vorbeigeht, dass wir uns diesen Fragen stellen müssen, weil wir können halt nicht verhindern, dass Menschen dieser Wege wählen. Das Einzige, was wir halt tun können, ist ihnen rechtlich zu sagen, dass wir das grundsätzlich gut finden, dass sie sich dafür entschieden haben. Und derzeit ist der rechtliche Status quo nicht, dass wir vielen Menschen sagen, wir finden es gut, wie du deinen eigenen Weg gewählt hast. Ja, also dieser Familienvertrag ist halt vor allem erstmal der Versuch einer Ideenfindung in diesem ganzen Thema, weil wir halt gerade eine Situation haben, halt gerade in diesen Konstellationen, die ich eben skizziert habe, dass wir da Situationen haben, wo sich Menschen halt damit konfrontiert sehen, dass die Art, wie sie sich entschieden haben, zusammenzuleben, so viele rechtliche Lücken hat, dass es für sie schon ein Faktor ist, zu sagen, entweder leben wir nicht so zusammen oder wir versuchen das dann in irgendwie traditionelleren Formen zu machen oder andersherum. Aus dem Grunde heraus ist diese Idee auf jeden Fall entstanden. Und gerade diese Fragen, wo die Grenze gezogen wird, wo gesagt wird, hier ist es nicht mehr nur eine Verantwortungsgemeinschaft, hier ist das Kindeswohl in einer Art und Weise extra zu bedenken und sowas, das sind solche Fragen, die auf jeden Fall noch diskutiert werden müssen in dem Bereich. Also das Konzept, was ich da jetzt erwähnt habe, ist etwas, das halt schon lange unter dem Namen existiert, aber wo es halt auch sehr, sehr viele verschiedene Ideen gibt, wie es gemacht werden sollte. Von einem vollumfänglichen neuen Gesetz, was dann gemacht werden soll, bis hin zu kleinen modularen Sachen, die in verschiedenen Sachen wie Sorgerechtsfragen oder wie in Unterhaltsfragen dann entscheiden, beziehungsweise dann die Möglichkeiten geben, dass sich dort Paare besser entscheiden können, wie sie das genau regeln in ihrer persönlichen
sich im Endeffekt kommt es eigentlich relativ stark diesem Idealbild nach, was eben skizziert wurde. Also auf der einen Seite, dass halt eine rechtssichere Regelung gefunden werden muss, wie Erwachsene untereinander Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite, dass quasi das Verhältnis Kind-Erziehungsberechtigte ordentlich definiert werden muss. Dann gibt es natürlich bestimmte Formen, gerade bei Polyamorie kommt dann oft der Vorwurf, da soll jetzt die Scharia irgendwie durch die Blume legalisiert werden, also mit viel Ehe und so etwas. Ich finde das persönlich relativ schwierig, weil wir bei diesen Fällen, glaube ich, relativ selten davon ausgehen, dass hier groß dann versucht werden würde, das über staatliche Institutionen dann zu legitimieren, sondern dass wir halt eher diese kleineren Gemeinschaften haben. Aber ich sehe das halt auch sehr, also ich bin da auch sehr, sehr offen für weitere Vorschläge, vor allem was juristischer Natur angeht. Also das ist halt vor allem die Richtung, die wir da vorgegeben haben, also für uns intern. Also es gibt auch Leute bei den Grünen, die halt auch sagen, das ist auch deshalb, weil es so undefiniert ist, etwas, was man halt schön irgendwie drüber diskutieren kann, aber was halt keine Antworten jetzt konkret liefert. Aber andererseits, wenn ich mir ja auch angucke, wo das Lebenspartnerschaftsgesetz alles seine Lücken hat, dann sieht man ja auch, dass es auch nicht einfach getan ist, wenn man diese Lücken einfach füllt, weil dadurch eben auch noch weitere Formen des Zusammenlebens, die ja auch de facto existieren, weiter an den Rand gedrängt werden. Und wenn ich schon alleine als homosexueller Mann irgendwann die Möglichkeit habe zu wissen, ich kann leibliche Kinder bekommen, ohne dass ich jetzt irgendwie mit einem reichen Partner irgendwie ins Ausland gehe und da eine Leihmutterschaft in Anspruch nehme, was ja auch problematisch ist in vielen Punkten oder in anderen oder irgendwie andere Aspekte habe, fände ich das schon sehr, sehr viel angenehmer. Und das ist, glaube ich, so eine Situation, in der sich gerade relativ viele finden. Und über einen Familienvertrag gäbe es zumindest Möglichkeiten, auch in dem Aspekt so etwas zu reglementieren oder Leuten zumindest die Entscheidungsmöglichkeit zu geben. Das ist so die Argumentation dahinter. Aber ich kann Ihnen jetzt leider die Frage nicht im Detail beantworten, das tut mir leid. War ja schon einiges. Bevor jetzt noch alle wegrennen, wir machen noch eine Frage und dann enden wir auch ganz offiziell. Leider weniger eine Frage als eine Anmerkung. Und zwar reden wir ja gerade darüber, wie es politisch so schwierig zu sein scheint, da irgendwie was zu definieren, das irgendwie auch vielleicht andere Formen zu schützen. Interessant ist, wenn Sie schon mal in der Lage waren, einen Hartz-IV-Antrag zu stellen, dann finden Sie die Frage, ob Sie verheiratet sind, in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft wohnen, leben oder so eine Art Einstehensgemeinschaft haben. Und das ist dann definiert im Hartz-IV-Antrag, als ob Sie länger als ein Jahr zusammenleben, ob sie gemeinsam für ein Kind sorgen oder ob sie gemeinsam jemanden pflegen. Also es kommt ein bisschen darauf an, mit welchem Ziel politisch definiert werden soll, wer eigentlich für wen einsteht, aber es ist schon auch möglich und wird auch schon gemacht.